Das hört sich ja eklig an. Oh, die Metropolis so. Metropolis. Ich hasse sie. Der Beat ist mega cool, also der Soundtrack ist ziemlich geil. Mhm. Aber die Stage ist so mit Abstand die... Erstmal ist es die schwierigste, die beschissenste mit den schlechtesten Gegnern oder den fiesesten Gegnern, sagen wir es so. Mhm. Und dann hat sie auch noch drei Acts anstatt zwei. Frag ich mich eigentlich, warum hat die drei? Aus... Keine Gründen. Ahnung, aus Gründen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte bestimmt wieder sagen, aus Gründen. Ah, du Scheiß! Aber wieder. Und die Dinger sind. Boah, diese. Die Dinger sind erstmal mega fies, weil du rennst da prinzipiell immer rein. Fucking Krabbe, wie soll ich da Du kannst da nicht landen, weil du immer noch, weil ich immer noch fliege. Ich mach das Ding immer wieder auf. Machst du zu, verdammt. So, geh nach links, ich mach das. Weil man rennt immer einmal rein. Das ist das Problem. Schlimmer sind die Slicer noch, weil die Slicer, die hauen dich auch jedes Mal weg. Da kannst du auch machen, was du willst. Die kommen auf einmal, sind auf einmal da und hauen dich da weg. Scheiß Stern. Machen Swindish. Oder so. Boing. Ah, da sind sie schon. Da sind die Slicer. Da rennst du auch prinzipiell immer rein, wenn du sie nicht rechtzeitig siehst. Das war mehr als Glück. Das war alles so geplant, Dave. Das war natürlich. Wir wussten natürlich, wo wir stehen bleiben können. Natürlich. Selbstverfreilich. Mhm. Selbstverfreilich? Ja. Mhm. Deine Deutsch. Was wir hier noch haben. Bei dem bin ich mir auch immer total unsicher, wann ich da durch kann. Wann hier nicht? Ui, 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 ui. Ich weiß nicht, wie ich da runtergekommen bin. Glitscht mal wieder. I have no idea what I did there. Oh Gott, diese riesen Muttern hier. Nee, andere Richtung. Warte mal. Da gibt's auch einen kleinen Trick. Oh, du musst bindaschen. Wenn du es zu zweit machst. Mit Tails, warte mal, ich komm gleich mit drauf. Na, da oben waren glaube ich irgendwo Stacheln, nicht, dass wir da dagegen rammen. Ja, warte, das macht Tails eh gleich, wenn er runterkommt. Warte, dann kommt er denn. Ach, dann lauf einfach erstmal rein. Zu zweit, wenn du zu zweit aufs Spindler bist du ziemlich schnell. Ja, da bin ich. So, warte. Ich stelle mich ein Stück weiter zurück. So. Nein. Und tschüss. Das war nicht ganz geplant. Ich wollte die eigentlich nur so ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, dann komme ich wieder nicht, oder? Doch. So, warte, lass mich auch mal kurz einrasten. Ja, okay. 1, 2 und Feuer. Und springen. Ja, jetzt. Das ist natürlich doof. Das ist die andere Schraube nicht mehr da, die andere Mutter. Dann einfach runterspringen. Oder so. Ich bin schon wieder. Schon wieder irgendwo hingeglitscht. Renn mal rechts in die gelben Dinger rein. Ja. Dann sind sie weg. Genau. So, und jetzt müsste die Schraube wieder da sein. Die Mutter. Wow. Ups. Ich glaube, du stehst nicht drauf. Oh, ja. Ja, gerade wenn diese Strecken echt lang sind, dann macht das echt Sinn. Oder wenn du jetzt Sterne hast zum Beispiel, dann bist du halt deutlich schneller oben. Wie gesagt, dann macht das echt Sinn. So. Müssen wir. Ha. Warte, ich kann es glaube ich da runterschrauben. Nee, ich wurde gerade getroffen. Da kann ich nichts mehr runterschrauben. Dann gehen wir doch da hoch. Genau, kann ich sagen, das ist bestimmt ein angenehmer Weg. Hoffen wir es mal, dass der Weg etwas angenehmer ist. Und jetzt? Aha. Ich bin schon wieder irgendwie weg. Du glitschst dich irgendwie jedes Mal. Hallöchen. Jedes Mal irgendwie weg, ne? Du bist der Weg-Glitch-Fuchs. Der Fuchs, der mit dem Glitch tanzt. Ist okay, wir mussten eh runter. Rüber. Ich hab Angst. Ich will nicht Kaktus-Pro werden. Oh, weg. Versuch mal runterzufallen, gerade runter. Genau. Ring. Bang. Boogie. Wow, das. Warum auch immer?
Ich bin schon wieder weg. Einfach so. Ey, du schaffst es. Hi. Hi. Vorsicht, der geht jetzt hoch. Ah. Ja. Und wieder hoch geht. Hoch. Nee, verstehe ich nicht. Verstehst du? Verstehst du nicht. Aber hoch halt. Hey, komm aber nicht. Hi. Slicer. Ah, Slicer! Uah. Fucking Slicer. Kommt hier nicht bald mal? Oder auch nicht? Hier gibt's doch auch irgendeine Stelle, wo du endlos nach unten fallen kannst. Ui, doll. Will ich aber nicht. Nee, musst du auch nicht, weil hier ist das Ziel. Ah. So, Act 1. Ach, das war erst der erste? Ja. Oh shit. Ich dachte, wir sind schon weiter, ey. Nö. Oh. Das ist eine ganze. Ha, ha, ha. Heiß. Ah, hier gibt's auch eine Stelle. Warte mal, darf ich mal ganz kurz was ausprobieren? Na klar. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt hier funktioniert oder ob das eine andere Stelle war. Warte mal. So sagen, kannst jetzt mal wieder eine Zone als Sonic übernehmen. Bitte? Ah, fuck. Reicht nicht. Okay, schade. Du kannst bei manchen Stellen dich so quasi runterbeugen. Du kannst ruhig Sonic spielen. Ich mag Tails spielen. Das hält ja eh nicht also viel zu tun, außer dich wegzuglitschen, bis zum geht nicht mehr. Ah! Ich hab irgendwas getroffen. Ja, die Krabbe hast du. Vielleicht ja auch danke dafür. Wow. Slicer. Und direkt in den Slicer. Direkt in das Gottesanbeter Mist. Gedöns. Viech! Ding. Genau. Nämlich diese riesen Zahnräder so ein bisschen an das Tic-Tac-Trauma aus Mario 64. Wieso nicht, warum? Diese riesen Uhr, wo du reingesprungen bist? Ja, ja, die war auch richtig scheiße. Das war auch eine der beschissensten Zonen überhaupt. So. Die Sachen mit denen, dass die Uhr stillsteht und dass die Uhr irgendwie dann da steht, das war, fand ich ein bisschen, das war auch ein bisschen heavy irgendwie. Also entweder steht komplett still oder läuft sie ist schneller. Irgendwie doppelt so schnell gelaufen, genau, und da drin hat sie alles verändert. Langsamer oder irgendwie was, das war richtig schwierig. Das war eine der schwersten Zonen meiner Meinung nach in Mario 64. Hübsche Farben. So, und diesmal schauen wir mal. Ich krieg Augenkrebs bei dem Ding. Ach du auch. Und ich bin schon Brillenträger, ey. Hinter der nächste kommt oben, glaube ich. Ja. Na, die kriegt man. Ein paar habe ich noch nicht. Gut. Ah. Da kommt oben. Oh, da sind sie. Ich schreie lieber nicht zu laut, sonst kommen sie. Ich glaube, da kommen Ringer. Cool. Mal sehen. Jetzt kommen sie ein bisschen mittig, ein bisschen mittig. Einfach im Kreis. Ah, klappt gar nicht hier. Sehe ich gerade. Mühselig. Das ist richtig assi manchmal hier, wirklich, wenn sie sagen, so, ja, hier rennen einmal voll im Kreis. Das ist richtig. Zwei noch. Nein. 12 noch. Ah. Mal, genau wieder 7 wie letztes Mal. Damage. Diesmal bin ich in die Bombe gerannt. War ich letztes Mal auch getan, ne? Ja, letztes Mal bist du auch. Ah. Ich bin davor die zweimal oder dreimal, keine Ahnung. Naja, mein Gott. Ärger liegt's. Aber wie gesagt, Sonic, wenn wir Sonic 3 machen, dann schaffen wir es immer pro. Das weiß ich. Weil da sind die Special Stages wirklich humane. Ja. Nein! Ja. Wir sind da jetzt hin. Irgendwie Angst. Hast du so gedacht? Ach, das saß auch bei dieser Zone saß auch irgendein fleißiger Programmierer da. Ich bin wieder am Fliegen, deswegen klappt das nicht. Mhm. Ah, saß da irgendein fleißiger Programmierer und dachte sich, den hau ich so richtig jetzt einen auf den Sack. Mhm, wahrscheinlich. Oder er hat von seinem Chef irgendwie eine Gehaltskürzung bekommen oder so. Ja, und dachte sich, ey komm, das lasse ich jetzt an den
an den treuselig zahlenden Kunden aus. Einfach weil wegen Baum halt, ne? Du dashst in die falsche Richtung. Gut, dass er mich so umhingesetzt hat. Hast du so gedacht, Freundchen? Ey, mach wieder Geräusche, oder? I make noises! Sowieso manchmal komisch, was ich mal daneben. Ja, jetzt ist er total hilflos ohne seine Arme. Muss ich tragen? Ah! Und der hoch? Ah! Wie er da steht. Wie so ein begossener Pudel. Müssen wir eigentlich da lang oder müssen wir rechts? Das sieht jetzt gerade gar nicht. Nee, wir müssen nach dir, genau, darüber. Ah! Warum wusste ich, dass das Scheißding genau jetzt hochkommt? Dass die in einer bestimmten Reihenfolge hochkommen, weißt du sicherlich, ne? Irgendwie so, ja. Immer im Kreis, immer im Kreis. Also, jetzt kommt links und jetzt. Kann ich rüber. Genau. Jetzt kommt er wieder links. Hier. Ich weiß schon, was ich tue, Dave. Ja, ja. Genau. Hey, Dave, komm, meine Pläne funktionieren immer manchmal. Immer manchmal mit ein bisschen Glück. Ja, ja. Genau. Genau so. Und nicht anders. Aber diese Sterne gehen hier auf den Flugs. Da ist bestimmt der. Alter. Aha, Stachel. Alter, wie weit die noch fliege. Ich überlege gerade, was hier für ein Bossgegner war. Da kommt er sowieso. Autsch! Erst in Eck 3. Ja, ja, aber trotzdem überlege ich mir das gerade. Lass mir mein Schild. Wenn ich ihn sehe. Dann wird es dir wieder einfacher. Gibt es nicht noch einen, der diese Bälle um sich rum. Also in so einem Kreis um sich rumwirft und abwirft und dann hüpfen die so komisch? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, so ein ähnlicher Boss oder so war, glaube ich, in Sonic 3 irgendwo. Ja, mit dem Eis. Ja, ja, das war in der Ice Capsule. Ja, auch richtig geiler Soundtrack. Sowieso. Und vor allem diese Szene, wo er kurz Snowboard fährt, die ist auch richtig cool. Ja. Weißt du, dass das. Na sag mal. Weißt du, dass das Snowboard eigentlich eine Tür ist? Snowboard ist eigentlich eine Tür. Ah ja, das war doch irgendwie. Ah, das wurde doch irgendwie. Irgendwo wurde das erklärt. Wie heißt denn die Zone direkt danach? Diese. Diese Nachkommen war irgendwas mit Fortress, oder? Nee. Nee, diese. Wo du halt zum Endboss, dann zum allerletzten Boss kommst. Diese Zone, diese. Mit diesen Alarmen und den Fliegen, diesen Vögeln, ja, die ab. Ich komme jetzt auch gerade nicht raus. Ich weiß, wie sie aussieht so ungefähr und ich weiß so ungefähr den Soundtrack so ungefähr so irgendwie so. Aber wie die jetzt hieß, scheiße, man, wie hieß die nochmal? Die sollte nämlich eigentlich, glaube ich, chronologisch davor kommen, wenn ich mich nicht täusche. Und dort sollte er zum Schluss eine Tür ummieten und damit halt Snowboarden. Ja, und damit halt Snowboarden in der nächsten Saison. Das haben sie aber umgeschmissen, weil sie die beiden, also weil sie Sonic und Knuckles sich auf ein Modul bekommen haben. Dementsprechend gab es ja dann halt im späteren Verlauf, dass er Don Sonic und Knuckles. Welches man lustigerweise auch mit Sonic 2 verbinden kann. Ah, und tschüss. Aber da kannst du auch, glaube ich, nur Knuckles spielen hier. Aber der hat auch keine Fähigkeiten, also der kann nicht fliegen oder sowas, also nicht schweben. Weiß ich jetzt nicht. Der kann nur laufen, der ist quasi wie Sonic oder Tails hier. Also der kann nichts Besonderes, einfach nur ein Skin. Wollte gerade sagen, es ist in dem Sinne eigentlich eher nur so. Ja, Sympathieträger könnte man fast sagen. Ja. Also. Ist aber trotzdem toll, dass wir sowas gemacht haben. Also das hätte man ja auch lassen können. Also. In dem Sinne schon, ja. Ich meine, die haben da schon versucht, immer so ein bisschen kombinieren zu können. Ich meine, wie lange sie auch versucht haben, das Megadrive am Leben zu erhalten. Ne? Mit dem Mega-CD und diesen anderen Quatsch da, diesen 32X. Ja, der 32X finde ich, das war wiederum total für ein. Naja. Arschfall. Ja gut, Mega CD hat jetzt auch nicht sonderlich viel gebracht. So viele Spiele gab es dann auch nicht. Stimmt, also ich meine, ich erinnere mich an mindestens zwei oder sogar drei Spiele, die ich gespielt habe. Ich glaube, das eine war. Ah, dafür war die Konsole damals einfach so teuer. Also das Mega CD war mega teuer dafür, dass es dafür fünf Spiele gab oder so. Das war das Problem in dem Sinne, ja. Aber wie gesagt, ich erinnere mich so an ca. zwei oder drei Spiele, die ich damals gespielt habe. Das waren, glaube ich, einmal. Du musst da hoch. Das durchtauschen? Nee, kann man nicht. Das waren, glaube ich, einmal war das Sonic CD. Dann war das einmal, glaube ich, Wonder Dog oder wie sich das nannte. Das war auch ganz cool. Da hat man so einen Hund gespielt, der irgendwie aus dem Weltraum kommt. Ja. Voll lustig.
Und ansonsten das andere war irgendwie so ein Autorennspiel, Jaguar, irgendwas, bla. War dieses Nights into Dreams auch schon irgendwie auf Mega-CD oder war das erst ab dem Dreamcast? Das war meiner Meinung nach erst ab dem Dreamcast, glaube ich. Das wurde ja auch gefeiert ohne Ende. Oder war es auf dem Sega Saturn? Nee, Dreamcast müsste gewesen sein. Ja, es muss auf jeden Fall, Saturn glaube ich nicht, weil es war auf jeden Fall schon richtige 3D-Kram. Ja, ich glaube, es muss dann doch auf dem Dreamcast gewesen sein, ja. Wobei Nights into Dreams ja auch nicht allzu viel mit Sonic zu tun hat. Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Aber man sieht, dass es von Sega entwickelt wurde. Der Grafikstil ist einfach ziemlich identisch. Ja, alles so quietschig, bunt und wisst der Kuckuck was und so, ja. Ja, auch wie der Charakter aussieht, das ist halt schon... Also man erkennt es schon irgendwo. Na, sag mal. Mach ich dich erstmal kaputt, du bist schuld. So. Na, sag mal, wird das jetzt hier noch was? Ah! Ach du heilige Mutter, Jesus! Ah! Das hätte ich dir sagen können. Warum hast du es dann nicht getan? Weil du schon oben warst. Noch 6 Leben. Ist das jetzt eigentlich die letzte Zone, oder? Ja, das ist Zone 3. Also ich meine, ich meine jetzt auch allgemein die letzte Zone. Achso, kam da noch was? Weiß ich nicht. Nee, warte mal, kam nicht was? Es kommt auf jeden Fall noch diese Sky Chase Zone. Ich wollte gerade sagen, die fehlt doch noch. Auf jeden Fall noch. Da dürften gar nicht mehr so viele kommen. Ja, Sky Chase. Sky Chase und dann kam aber schon die finale Zone, ne? Glaube, denke, schätze. Nein, da kommt noch hier diese Sky Fortress, so heißt die so oder so. Ja, das stimmt. Sky Fortress kam ja nach Sky Chase. Ich glaube, das heißt Sky Fortress. Irgendwas mit Fortress, glaube ich. Dieses Ding, wo du halt in der Luft bist. Und dann kommst du von dort aus ja dann an dieser Raumstation. Achtung, der oben geht jetzt hoch, genau. Und jetzt kannst du hoch. So, wenn ich jetzt weiß, kommst du da lang. Jetzt wird's knapp. Der geht hoch. Ah, nein! Fuck. Ah, warum krieg ich keinen Ring? Ah! Arg! What? Autsch. Okay, das war nicht so gut. Nee. War nicht so gut. Das war nicht so schön. So, die Welt hat noch einen. Doing. Jetzt packen wir aber mal. Na dann, er hat noch 5 Leben. Ups. Oder was wäre denn? Also ich werde mal, wenn man nach rechts geht, passiert ohne Schalter, bitte mal. Ah. Good God. What? Wie hat der mich denn jetzt so getroffen, die Sau? Das ist ein seltsam komisches Ding. So ein Scheißvieh. So, jetzt vorsichtig. So, kannst du da drauf noch? So, jetzt hoch. So, Vorsicht. Ah. Komm schon, gib her. Ja. So, warte erstmal. So, jetzt drauf. Jetzt warte auf den erstmal. Jetzt drauf, da oben. So, jetzt rechts, ja. Gut. Bitte einen Ring. Ja, mach langsam, ich lauf vor. Please give me irgendwo einen Ring. Da. Man fühlt sich so sicher, wenn man einen Ring hat, ne? Das ist es. Du bist die ganze Zeit so Schritt für Schritt. Also wirklich ein Ring, man braucht wirklich wenigstens einen Ring, um sich irgendwie einigermaßen sicher zu fühlen. Das ist das ja. Ich frage mich sowieso, woher diese Ringe eigentlich diese. Oh. Fick doch die Waldfee, Alter. Wir werden langsamer. Alter, ist das lang. Das klang wie so ein Zahnarztbohrer, Alter. Nein! Ich hol nicht. Ah. Wieder nein! Wie du ihn holst. Der war scheiße. So richtig Profi. Der war richtig. Vielleicht kommen wir mit dem hoch genug. Ja. Jump. Ah! Warte, ich komm wieder runter. Ich schwimme mal hoch.
damit ich wieder Sichtfeld habe. Sonst kann ich nicht bewegen. Ich bleib mal aus Vorsicht hier drauf. So. Verdammt. Ich kann das Ding nicht bewegen, wenn ich keine Sicht habe. What we do now? Wir stürzen einmal komplett ab. Hoffen, dass die Mutter gleich wieder da ist. Hallo Slicer. Ja, einmal runter, einmal hoch wieder. Wenn sie jetzt nicht da ist. Ja. So, Vorsicht. Einfach abspringen. So. Dann haben wir es endlich. Wurde mal Zeit, ey. Wie lang die Zone auch ist, ne? Jeder Act ist so lang. Das ist unglaublich. Deswegen mag ich diese Zone auch gar nicht. Aber ich glaube, es ist dieser fliegende mit den komischen Geister-Robotnik-Bällen da drumrum. Werden wir ja sehen. Ja, ist er. Ah, so wie in Sonic 3 in der Ice Cap Zone. Sagen, wie greifen wir den am besten an? Kann man die Dinger auch kaufen? Ja. Aha. Der, ich finde, den ist einer der schönsten Bosse, die man. Bleib weg! Ah, doch! Bleib doch weg! Bleib doch weg! Versuchen wir es nochmal. Ja. Aber das ist generell ein doofer Boss. Hallo Katze. Welcher wird das nochmal? Wow. Das ist Anton. Ach, das ist Anton. Alles klar. Da weiß ich mal gar nicht, wie man den am besten jetzt angreift. Ey. Am besten halt musst du halt genau dann treffen, wenn er sich so bewegt, wenn unten frei ist halt. So jetzt. Also. Aber das ist halt mega doof eigentlich. So, Achtung und jetzt. Gut machst du das. Man kann ihn halt dummerweise nicht abkürzen. Ja. Nicht wirklich. Uff. Na, jetzt ist. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, er holt sich jetzt neue. Ey. Nee, der hätte jetzt geschossen. Ach so, mit seinem komischen Laser. Genau. Ah, mein. Noch kurz ein Stückchen. Rücken, Alter. Ah, krieg voll Rücken.